Mein Name ist Spannagel Robert und ich bin der Schrifthauer. Karren voll Werkzeug und mehr brauche ich nicht. Ich fahre von Friedhof zu Friedhof und heute verewige ich eine Verstorbene ins Schliersee. Okay, dann grabe ich mir die Blärme aus, damit ich die auch Platz habe. In hektischen Zeiten, wie man es heute hat, ist der Friedhof schon noch Ort der Besinnung. Das Erste, was ich tue, dass ich über den Friedhof gehe und schaue mir das an, wie da der Totenkult ist und wie die Menschen da mit dem umgehen. Aber der ist recht nass. Den muss ich ein bisschen drücken, weil jetzt im Herbst ist er recht glamm und dann haben die Steine so viel Feuchtigkeit. Man darf halt nicht zu lang hinfahren und nicht zu viel auf einen Punkt hinfahren, weil sonst kann es sein, dass der Stein einen Riss kriegt. So, jetzt ist er schön warm. Dann sitze ich mich auf die Beine der Verstorbenen und dann geht's los. Da ist jetzt ganz wichtig, dass ich keinen Fehler nicht schreibe. Da passieren manchmal so Zahlendreher und darf nicht passieren. Dann muss der ganze Stor ausgeschliffen werden und komplett neu beschriftet. Das klingt mir richtig teuer, wenn ich einen Fehler mache. Ich werde noch Buchstaben zahlt. Für den Schrifthauer ist natürlich immer gut, wenn viel Text drauf ist. Wenn steht, hier ruht die wohlehren geachtete Jungfrau oder so. Aber das schreibt man heute leider nicht mehr so. Grüß Gott. Grüß Gott. Da ist heute der BR da und schaut dem Schrifthauer über die Schulter. So. Aha. Da ist nämlich meine Schulkollegin drin. Die Lisi Frank ist mit ihnen in die Schule gegangen? Ja. Aha. Jawohl. Dann sind Sie auch 28 Jahre gegangen. Ja. Ich hab's vermutet. Traurig, aber wahr. Ja, es hilft nichts. Genau. Also, für den gut. Für gut. Da kommt jetzt meine Optikfolie drauf. Das ist eine Sandstrahlfolie. So, da klebe ich dann das Pergament drauf. Und schneide das dann aus. So, jetzt brauche ich Brünn. Ich tue das quasi aus der Sandstrahlfolie ausschneiden. So, jetzt habe ich es ausgeschnitten. Jetzt tue ich die Buchstaben ausziehen. Die Inschrift ist natürlich so das Letzte, was man dann für einen noch da kann, dass man sagt, damit er nicht vergessen wird. Für das ist ja das gedacht, ein Denkmal. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, wenn man das macht. Mache ich mich recht breit. Da. Wenn Sie da her müssen, dann sagen Sie es. Nein, wir wollten bloß. Ja, gerade vom Münger jetzt raus müssen. Gell? Unser Kerzel anzünden so. Und nur ein paar Besucher am Friedhof und dann geht's wieder weiter. Haben Sie auch mit Ihrer Entschuldigung gegangen? War halt schon eben. Nein, so alt bin ich noch nicht. Sind Sie mir nicht besser? Entschuldigen Sie. Und wie lange brauchen Sie jetzt dafür so für den Schriftzug mit Geburtsdaten? Ja, ich mach so 3 bis 4 Inschriften am Tag. Ja, ich mache schon 30 Jahre. Und so komme ich weit umeinander. Vom Oberland, in Hallertau bis auf Landshut habe ich. Ja. Ach, schau her. Ja. Dann will ich ihn nicht aufhalten. Kein Problem. Ich tue das Sandstrahlen, damit ich saubere Kanten habe. Und gleichzeitig vertieft das ein bisschen. Und dann habe ich einen Ansatz für die Gravur hernach.
Ja, wenn man daneben haut, dann ist es eher fatal. Ja. Nein, sicher, es kann was ausbrechen. Und darum tut man es auf der einen Seite angravieren und auf der anderen Seite nachgravieren und dann erstürfen. Dann hat man quasi das Material frei und es springt nach innen weg. Ein sehr lieber Mensch. Ich habe sie betreut, ja, bis zum Schluss. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Sie war 3 Jahre gelähmt. Also sie hat dann einen Schlaganfall gehabt und war dann gelähmt 3 Jahre lang. Die war eine ganz, ganz liebe Frau. Ja, sind wir froh, dass wir noch weiter können. Ja, 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 ja. Genau. Ja. Ja. Also, also danke schön. Wiedersehen. Er erfahrt noch was über den Menschen, den man verewigt. Ja, das ist auch interessant. Ja. Da streiche ich jetzt das Mixtion rein. Das ist das Anlegeöl fürs Blattgut später. Ja, das ist halt so, dass wir Schrifthauer auf die Beine sitzen. Auf den Gebeinen der Verstorbenen. Und da kommt dann unweigerlich auch die Frage nach Vergänglichkeit, Tod und irgendwas, was danach kommt. Und wenn ich Zeit habe, dann gehe ich in die Kirche rein und denke über solche Dinge nach. So, für die Arbeit da brauche ich jetzt einen Windschutz, sonst fliegt mir das ganze Gold davon. Und das Gold ist ein hochwertiges Gold mit 23¾ Karat. Und das bleibt halt immer schön goldglänzend. Da haben zwei ältere Damen am Friedhof recht geschimpft über die anderen Menschen. Und ich sitze unter meinem Vergoldetier hier so drin und bin dann einfach hinter meinem Stall so aufgestanden. Und nachher haben sie so der Schruck. Und dann ist ja das Ausrichten von den anderen Leinen natürlich ausgegangen. So. Die Inschrift ist sauber geworden. Das Gold glänzt schön. Ich denke, jetzt kann jeder, der hergeht, sich an die Lise Frank erinnern.